Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Und ich hatte ja irgendwie leichte Schwierigkeiten zu kopieren, wie das hier funktioniert. Dabei ist es ganz einfach. Jetzt ist es einfach gespeichert und man kann dort im Moment nicht mehr überschreiben, denke ich mal. So, dann hatte ich mehr oder weniger rausgefunden, dass das hier Inventar, glaube ich, ist. Dann den Motion Tracker habe ich natürlich noch nicht. Dann, was gibt es noch? Die Karte. Genau, die Karte ist natürlich noch nicht so umfangreich. So, Notfallschleuse. Ich gehe jetzt hier nochmal einfach gucken. Dann genau, Rennen ist das. Aber ich bin gerade rausgeschmissen worden aus dem Spiel, deswegen gab es jetzt da einen kurzen Schnitt. Ich hoffe, das stimmt auch so. So, ich schaue mich hier weiter um. Ich habe nämlich die Orientierung schon wieder komplett verloren. Ich muss nochmal auf die Karte gucken. Ich gucke jetzt in die Richtung, da komme ich aber her. Dann sollte ich da lang gehen. Nee. Hä? Hier lang? Meinetwegen. Wenn ich drauf gehe, habe ich Pech gehabt. Ich weiß ja nicht, ob das gleich hier losgeht. Es ist ja noch schön hell hier. Ich habe auch die Einstellung relativ hell gemacht, weil es ja auf YouTube dann besonders dunkel ist. Ach, Moment. Jetzt bin ich wieder hier. So, jetzt muss ich natürlich gestehen, ich hatte bei anderen Leuten schon reingeguckt. Ich weiß, wo es weitergeht. Huch. Ja, verdammt. Finde ich auch. Geht alles kaputt hier. Und zwar muss ich jetzt hier durch. Scheiß drauf. So, immer genau umgucken. Kann man das jetzt auf der Karte sehen? Ich sollte weitergehen. Jetzt wird's dunkel. Ah ja. Ich sag jetzt mal einfach, ich gehe hier lang. Ich weiß es jetzt so ungefähr natürlich, wo es weitergeht. Weil da habe ich mich leider selber gespoilert. Dafür spiele ich das Ganze in einem dunklen Zimmer. So komplett ohne Licht. Angst. Hallo? Mach dich wieder auf. Jetzt bin ich auf der anderen Seite und hier gefällt es mir nicht. Kann ich hier... Moment mal. Ich schleiche die ganze Zeit. Da sehe ich doch nichts. Gibt es hier irgendwas zu mitnehmen? Ich habe ja schon am Anfang, wo ich noch nicht mal auf der Sevastopol war, Sachen zu mitnehmen gefunden. So Schrott und alles Mögliche. Das finde ich immer sehr günstig. Da ich ja nur überhaupt keine Ahnung habe von diesem Spielgenre und ich mir sämtlich... wahrscheinlich in die Hosen scheißen werde und abkratzen werde wie sonst mal. Was ist das hier? Employee Lounge. Okay. Eine Lounge. Na super. Kann ich hier drüber gehen? Kann ich hier... Ah, Moment, hier ist was. Auf Terminal zugreifen. Jawohl. Ordner fehlerhaft. Das bringt mir natürlich nichts. Jetzt. Stilllegung. Habe ich das schon gelesen? Ich glaube noch nicht, oder? Also Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Postierungen sprechen. Aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einer Minimalbesatzung machen. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen. Und wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall Waits, Chief. Gut. Da ist dann noch ein Ordner fehlerhaft. Alles klar. Der hier, der bringt auch nichts. Okay.
said it was, nicht wahr? Ups, was war das? Eine Komponente. Für was war diese Komponente? Moment. Ich hab doch hier... Genau. Nee. Da kann ich noch nix, ne? Ich drück schon wieder alle möglichen Tasten. Die macht zu viel Krach beim Laufen. Das gefällt mir nicht. Wie viele Minuten? 6 Minuten. Ich habe gerade die Zeitanzeige gesucht. Space Flight Control. Was war das eigentlich? Primary Airlock. Okay. Wir zögern das Unvermeidliche immer weiter hinaus. Hier ist zu. Alles zu. Ich muss hier lang. Kann ich hier runterfallen? Ah! Hallo? Aua. Au. Der Witz ist, das habe ich, glaube ich, auch schon mal jemanden gesehen und völlig vergessen. Verdammt. Man sollte keine Witze übers Fallen machen bei so einem Spiel. So, wo bin ich jetzt gelandet? Verflucht nochmal. Ja, die flucht fröhlich vor sich hin. Ah ja. Interessant. Was ist hier? Hier komme ich... auch nicht... Komme ich hier mit Ducken weiter? Nö. Wäre ja auch zu schön gewesen. Da ist noch eine Leuchtfackel. Okay. Ich habe mir wehgetan. Das wird helfen. B halten zum Öffnen des Inventarrades. Ach, jetzt geht das. Okay. Und LS zum Auswählen. Also wenn ich das hier mache, könnte ich hier auswählen, wenn ich... ne? Was hätte? Okay. Ich habe nur die Leuchtfackel. Ja, aber wieso will ich die jetzt schon verschwenden? Doch doof. Ups. Ja, mach dich noch lauter bemerkbar. Mann, Mann, Mann. Flup. Gepäckaufband oder so, ne? Ich brauch doch jetzt noch keine Fackel. Was ist da? Da ist nix. Geh mal wieder hoch, Mädel. Bringt doch nichts. Ja, soll ich auf dem Gepäckband lang gehen oder hier oben? Das ist die Frage. Frage beantwortet. You always know working Joe. Reim dich oder ich fress dich, oder? Was steht da? Keep moving. Ja, danke für den Tipp. Halt, da ist was. Schrott. Schrott brauchen wir, um Sachen herzustellen. Das weiß ich. Na, ob die Sachen so viel bringen, ist die andere Frage. Will ich da hoch? Nicht wirklich. Ich muss ja auch sagen, ich bin ein bisschen hinterher beim Spielen. Ich habe absolut keine Zeit gehabt zum Aufnehmen. Was ist das? Also der Schrott? Ich meine, die Geräusche? Ach, ein Radio? Okay. Ja, ich würde das gerne ausmachen. Besser ist das. Man braucht keine extra Geräusche hier. Ist ein Drucker oder was? Da komme ich her. Da will ich eigentlich nicht hin. Aber ich muss wohl... Uah. Geht mir hier mein Bildschirm aus. Hallo? Ist da wer? Ganz zögerlich. Ich würde da nicht Hallo rufen oder sagen. Ganz ehrlich. Würde ich nicht machen. Da, was haben wir hier? Zugangscode benötigt. Nein! Ach, ich Dumpfdödel. Das ist jetzt mal dämlich, oder? Ich habe somit... Fackel... verschwendet. So. Was mache ich jetzt damit? Schmeißen. Egal. Ha! Wie doof kann man eigentlich sein? Ich habe aus Versehen X gedrückt. Weil da X stand, wegen dem Aktivieren, aber ich habe das anders verstanden. Durch Nutzung dieser Terminals wird die Karte mit
Unerforschten Gebieten aktualisiert. Was? Wo? Welche Terminals? Hä? Hä? Karte aktualisieren. Ah! Da gucken wir doch gleich mal drauf. Ui. Ja, so, hier ist Ausrufezeichen. Ausrufezeichen ist immer was Wichtiges. Legende machen wir mal an mit Y. Von Interesse, genau, schön. X ist gesperrt. Leiterzugang ist dieses Treppenzeichen da, natürlich, also Leiterzeichen logischerweise. Okay, okay, okay. Da komme ich her, da will ich nicht hin. Mein Lieblingsspruch, ich will da nirgends hin. Ich will eigentlich nur hier wieder raus. Funktioniert hier denn überhaupt nicht? Nö, Strom wiederherstellen. Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Das ist toll. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das ging. Ich habe ja gespickt bei den Kollegen. Aber es hat mir wohl nichts gebracht. Das ist schon wieder her. Ich benutze jetzt mal diesen Terminal hier. Und da müssen wir wie ein Depp drauf rumdrücken. Pumpen. Ist das das Notstromaggregat oder was? Zack. Und? Generator? Generator läuft. War das nicht gerade das Xenomorph-Geräusch? Ich glaube, ich... Moment, ich mache das erst. Was gibt es da wieder zu lesen? Privat. Langley, falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen gelassen. Der hätte sich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in einem der Lagerräume versteckt. Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Keine Panik, niemand geht mehr runter zum Terminal. Nicht nach dem Vorfall. Okay. Wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub, Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. Anna. Gut. 0340, den werden wir wohl noch brauchen. An der Tür da vorne. 0340, 0340. So, ich speichere mal fröhlich, wenn ich zielen kann. Beep, beep, beep. Ja, komm, mach hin. Bis dahin habe ich die Zahl wieder vergessen, Mensch. Ja, wir überschreiben fröhlich. Und wir haben eine knappe Viertelstunde schon verplempert. Aber ich lebe noch. Aber das ist ja erst der Einstand. Bis... Was? Live for... Bla, bla, bla. This life is for rent oder so. Tomorrow, no together. Okay, ich lasse das lesen lieber. So, 0340, glaube ich, war es, ne? Soll ich schleichen? Wie war das? Ich gehe mal in die Hocke. Hier sind nämlich komische Geräusche. Das gefällt mir ja jetzt schon nicht. Das finde ich ja jetzt schon saudoof, diese Geräusche. Wie gesagt, ich mache nur ein Let's Try. Mal schauen, wie meine Nerven das bei der Aufnahme aushalten. Und je nachdem, wie weit ich das aushalte, werde ich auch die Folgen machen. So viele, wie ich irgendwie kann. Ohne die Nerven zu verlieren. 0, 3, 4, 0, oder? Bingo! Wo bin ich hier? Was ist das? Wir sind jetzt ganz leise. Was ist da? Medikit. Bauplan eingesammelt. Was? Greifen Sie mit B auf... Ja, genau. Medikit. Medikit. Zum Bauen. LB zum Bauen. Weiß ich jetzt noch, wo LB ist. Nee, das war's nicht. Das ist Bauen. Okay. Um zu basteln. Was? Oh mein Gott. Subkutane Impfpistole. Was ist das? Komponente B. Also habe ich das jetzt oder habe ich das nicht? Ich würde... Nein. Okay. LB. LB zum Basteln geht nicht. Komponente festlegen. Das Medikit... Hallo? Bindemittel.
Subkutane Impfpistole und Bindemittel. Hä? Oh, ich kapier nicht. Was? Was habe ich jetzt? hoppla, das check ich nicht. Okay. Das ist mir jetzt noch zu hoch. Oh, aber so wie das ist, dass ich mich dabei umgucken kann, kann ich dabei angegriffen werden. Das finde ich ungut. Ganz ehrlich, nicht nett. Cursor bewegen. Okay, also da komme ich jetzt nicht so weit. Aber hier ist noch Schrott. Kann ich jetzt irgendwas machen? Nicht bei Medikit, aber... woanders? Ja. Da ist auch noch was. Komm, geh mal wieder aus der Hocke raus. Du siehst besser. Subkutane Impfpistole. Hier kann ich fröhlich sammeln. Das ist nett. Ist das ein sicherer Raum? So, nochmal. Kann ich jetzt? Nee. Ich kapiere das nicht. Also ich habe noch nicht genug. So sieht das, glaube ich, aus. Ja. Ich will ja eigentlich die Folgen nicht zu lang werden lassen. Deswegen denke ich, mache ich jetzt hier einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage Tschüss bis zur nächsten Runde. Bis ich zum ersten Mal aufs Alien stoße. Tschüssi.